Hallo ihr Lieben, ich möchte mir heute die Fingernägel machen mit Neonail. Ich habe sie mir jetzt schon, also den Nagellack entfernt, habe ich sie gefeilt. Beim Feilen ist immer wichtig, immer in eine Richtung feilen, nicht hin und her. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mache. So, also ich habe hier einen Nagelreiniger. Und damit muss man sich dann die Nägel noch einmal fettfrei machen. Kannst du aber auch mit einem Nagellackentferner machen. Nun habe ich das gerade da und dann, ne, machst du die Nägel einmal rüber, machst sie fettfrei. Und dann geht es eigentlich schon los. Und zwar mit, ist das Top, das ist die Base. Mit der Base, damit gehe ich zuerst über meine Nägel. Ich benutze das nicht sehr oft, weil es die Nägel doch dünner macht. Also ich bin ja nicht so ein geduldiger Mensch. Ich ziehe mir das meistens ab, wenn es dann anfängt, so ein bisschen rauszuwachsen. So leicht vorne, ne? Dann ziehe ich mir das schon immer ab. Soll man ja nicht. Man soll das ja mit einem Nagellackentferner, Alufolie drüber und dann, ich weiß nicht, ich glaube 10 Minuten einwirken lassen. Das steht auch alles dann in der Beschreibung dabei. Aber das habe ich noch überhaupt nicht so gemacht. Ich habe es mir jedes Mal abgezogen. So, dann mache ich das da unter auf, das sind 60 Sekunden, unter die Lampe. Ja. Und dann, ja, das ist die Farbe, die ich mir heute drauf mache. Die finde ich ganz schön. Ist auch die einzige, die ich habe. Wie gesagt, ich mache das ja nicht oft. Und ja, ich habe das ja, als ich das neu hatte, ein paar Mal hintereinander gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Nägel dünner wurden. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich das jetzt unbedingt jemandem empfehle. Aber es hält ja schön lange, ne, wenn du was vorhast. Und ja, du kannst schon eine Woche locker, sogar 2 Wochen, wenn du es dir nicht abziehst. Ne? Ich glaube, mehr als 2 Wochen hat es bei mir nicht gehalten, weil ich dann ungeduldig wurde und das abgezogen habe. Ja? Und dann nach 60 Sekunden kommt dann die Farbe drauf. Wichtig ist auch, dass ihr die auf den gesamten Nagel macht und nicht die Seiten auslasst. Denn sonst habt ihr da immer eine Möglichkeit zu polen, also ganz und gar über die Nägel rüber. Das muss jetzt. Das Schöne ist ja natürlich auch, dass es danach, wenn ihr das gemacht habt, dann sind die Nägel fertig. Ne? Also ihr braucht dann nicht noch trocknen lassen. Das ist ja jetzt durch die Lampe, das geht recht schnell. Und ihr habt wirklich. Eigentlich, es gibt tolle Farben, man hat Spaß damit, ist auch nicht so ganz günstig. Aber ich habe festgestellt, das von Neonail ist viel besser. Ich habe mir mal sowas anderes bestellt, günstiger, aber nee, das hielt gar nicht. Da sind die doch abgesplittert, hiermit überhaupt nicht. Da splittert nichts ab. So, na, jetzt erstmal die Base drauf, jetzt kommt der Nagellack. Eine Schicht. Mal schauen, ob mir das dann schon genug deckt. Das sehe ich dann gleich. Wenn ich jetzt so ein bisschen übermal, das ist nicht so schlimm, das kriege ich nachher auch wieder ab. Bis in die Kanten hier mit rein, ganz und gar den Nagel. Einmal. Kann man auch hier noch einmal so an der Nagelspitze rübergehen.
Ja, das ist die Farbe. Und jetzt noch mal hier runter. Ich mach mal 60 Sekunden. Man kann auch 90 machen oder 120 Sekunden, ne? Wenn man das dann auch ganz sicher gehen will, dass es trocken ist und man eine dickere Schicht drauf gemacht hat. Dann kann man es ein bisschen länger drunter lassen. Wenn, manchmal wird das heiß, dann ne, einmal kurz rausziehen und dann nochmal. Vielleicht ist man dann zu dicht an den Lampen dran oder so. Bei mir geht das meistens ganz gut. Ich hatte das nur einmal. Ja, das muss jetzt wieder. Erstmal 60 Sekunden. Ich habe hier halt so Pfeilen. Da war ich auch vorher nochmal über das, den gesamten Nadel rübergegangen. Hier mit so einer ganz feinen Pfeile. Ja, noch halt zum Nägelfeilen hatte ich das denn hier. Da kannst du hinterher mit so einem Bürstchen den Staub nochmal entfernen. Und wichtig ist auch die Nagelhaut zurückzuschieben. Vorher. Damit das alles nachher auch schön lange hält. Ist die Vorbereitung schon sehr, sehr wichtig. Ja. Und nach dem eigentlichen Nagellack kommt dann hier nochmal das Hardtop drauf. Das ist dieses. Ich hatte mir halt bei Douglas, gibt es das ja, ich habe mir halt diese drei Sachen einmalig nur bestellt. Ich habe aber jetzt gesehen, dass es auch manchmal ganz tolle Angebote gibt, mehrere Farben und gar nicht so teuer. Das wollte ich auch nochmal ausprobieren, mal mit anderen Farben. Das kaufe ich dann im Angebot. Ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe, aber ich fand es schon teuer. So. Ich habe jetzt hier so ein bisschen drüber gemalt. Das ist sieht das jetzt aus. Jetzt kommt der Topper drüber. Das ist dann sozusagen der Überlack. Oh, da war eine größere Schicht jetzt drauf. So, und bei dem ist es auch ganz wichtig, dass ihr überall gut rüberkommt und nochmal so am Rand. Vorne an der Nagelspitze hier am Rand nochmal lang geht. Da hatte ich schon noch. Also das mache ich zum Beispiel zur Weihnachtszeit gerne. Wenn man dann jeden Tag eingeladen ist, du kannst dir ganz sicher sein, die Nägel sind fertig, das hält. So, das mache ich jetzt. Thank you.
Nägel sind lackiert. Ja, das hält jetzt wieder 1 bis 2 Wochen bei mir, je nachdem, wann ich anfange rumzuzuppeln da dran, weil das nachher hier so ein bisschen rauswächst. Und dann kann man da untergreifen, wenn man will, so ein bisschen kratzen und runter. Und das mache ich immer. Ich reiße mir das immer ab. Also ich ziehe mir das ab. Reißen hört sich jetzt fies an. Ich ziehe mir das nämlich immer ab, anstatt das vernünftig abzumachen. Sollte man nicht. Und ich habe auch festgestellt, als ich das ein paar Mal hintereinander gemacht habe, jetzt letzten Winter, die Nägel werden doch dünner davon. Vielleicht passiert das nicht, wenn man das richtig abmacht, nämlich mit Nagellackentferner und dann nochmal Alufolie drüber, also Watte, Nagellackentferner, Alufolie drüber, ich glaube 10 Minuten einwirken lassen und dann soll das ganz einfach abgehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Nägel dann nicht dünner werden. Ich ziehe wahrscheinlich dann auch ein bisschen was von der oberen Nagelschicht mit ab. Keine Ahnung, jedenfalls wurden sie bei mir ein bisschen dünner. Dann habe ich erstmal Pause gemacht. Es ist ja so, dass die Nägel ja auch schnell nachwachsen. Es ist ja, ja, ist dann eben so, dass man vielleicht 1, 2 Wochen, 3 Wochen oder so dann ein bisschen dünnere Nägel hat, aber so, die wachsen ja raus und dann wachsen sie ganz normal nach. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde. Ich für mich mache es hin und wieder ganz gerne, weil wenn ich was Besonderes vorhabe, vielleicht auch an 2 oder 3 Tagen hintereinander, dann ist das praktisch, dann brauche ich mich um die Nägel nicht mehr kümmern, das splittert nicht ab. Ist ja auch wichtig, finde ich. Na, ist ja auch schade, wenn du irgendwo bist und dann plötzlich splittert dir da ein bisschen was von ab und dann sieht das immer so ungepflegt aus. Ja, das passiert nicht bei Neonil. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!